Der Faschingstrubel in Ganderkesee geht weiter. Am Sonntag war der närrische Nachwuchs beim Kinderfasching an der Reihe. Hunderte Mädchen und Jungen feierten ausgelassen in der Festhalle am Steinacker. Im Mittelpunkt stand das Kinderprinzenpaar. Prinz Tata der Erste und Prinzessin Josephine die Erste ließen sich feiern und tanzten inmitten ihrer kleinen Fans. Der 12-jährige Joris Bücking führte durch das 2,5-stündige Programm aus Tanz und Musik. Neben den Nachwuchsgarden und den GGV-Funken wirbelten mehrere Gruppen des Tanzsportzentrums Delmenhorst, die Peanuts und die Trampolinturnerinnen des TSV Ganderkesee über die Bühne. Eine sehenswerte Darbietung lieferte die Jungengarde Bobbys ab, die in elastischen Ganzkörpersäcken zu fetziger Musik tanzte. Einziger erwachsener Darsteller auf der Bühne war Comedian Markus Weise, der als Clown Walter mit einer nicht funktionierenden Murmelbahn haderte. Am Ende warf das Kinderprinzenpaar noch Bonbons in die Menge, dann war der Kinderfasching 2017 auch schon wieder vorbei.